Kollegen, Agrarpolitik ist nun mal nicht schwarz und weiß. Aber es ist wichtig, eine Linie zu haben. Es ist wichtig zu wissen, was man will, sonst machen andere mit einem, was sie wollen. Würden wir unsere Betriebe so führen wie die Bundesregierung unser Land, wären wir schon lange Geschichte. Die geplanten Steuererhöhungen, Wegfall von Agrardiesel und grünen Nummernschilder, sind doch nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber wer würde sich heute ernsthaft über das bisschen Rückvergütung beim Agrardiesel streiten, hätten wir noch die Preise vom Wirtschaftsjahr 2022-2023? Liebe Berufskollegen, aber wir haben eben nicht die Preise vom Wirtschaftsjahr 2022-2023. Und das unter anderem, weil die Bundesregierung die Grenzen zur Ukraine geöffnet hat, ohne unsere Landwirtschaft vor Billigimporten zu schützen, so wie das Polen, Ungarn und die Slowakei getan haben. Warum hat sie das denn getan? Und der Punkt ist doch, dass wir eine Politik erleben, seit Jahren, die unsere Landwirtschaft aufs Gröbste missachtet. Nicht erst seit der Ampel, auch schon davor. Und deshalb protestieren wir eben auch gegen ungerechte Steuern. Straßenbau darf nicht von denen finanziert werden, die auf dem Acker fahren. Aber wir protestieren genauso gegen eine falsche Landwirtschaftspolitik. Wir wollen mehr. Wir wollen, dass unsere Landwirtschaft wieder einen festen, anerkannten Platz in der Gesellschaft erhält. Dafür gehen wir heute auf die Straße, überall in Deutschland und auch hier am Brandenburger Tor. Wir von Paradigmenwechsel sind für euch unterwegs und berichten unkommentiert, ungefiltert und vor allem unabhängig von den Geschehnissen. Um ab sofort keine News mehr zu verpassen, abonniere unseren YouTube-Kanal und folge uns auf sämtlichen sozialen Medien wie TikTok, Instagram und so on. Alle Links zu diesen Kanälen findest du in der Videobeschreibung.